Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainsim World 5, der Dini spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke München-Augsburg und haben heute die Aufgabe, unseren Fernzug bis nach weiter von München Richtung Dresden Hauptbahnhof zu fahren. Und ja, München Hauptbahnhof ist einiges los, wie ihr seht. Sehr viele Nahverkehrszüge hier. Der ein oder andere ICE hat sich ja auch hier eingefunden. Und wir haben heute, wie gesagt, die Aufgabe, unseren Fernzug ein bisschen nach Augsburg zu fahren und von dort aus dann weiter über Würzburg hoch ins Ruhrgebiet und dann, beziehungsweise über Würzburg, dann über Koblenz, Köln und so weiter, weiter dann ins Ruhrgebiet nach Dresden Hauptbahnhof. Ja, wir sind ja in der letzten Folge von oder in Salzburg gestartet, haben in Rosenheim geendet. Heute sind wir dann in München angekommen und ich würde sagen, wir beginnen damit, unseren Zug aufzurüsten, die Fahrgäste einsteigen zu lassen und uns dann abfahrbereit zu melden. Ich würde sagen, wir machen noch ein hübsches Foto und dann kann es losgehen, würde ich sagen. Genau. Gehen wir mal zu unserem Zug, der hier steht, der EC 114, heute mal im schicken Metropolitan oder Ex-Metropolitan Look. Ich habe den Steuerwagen leider nicht gefunden in diesem Repaint, deswegen musste ich da halt den SBB oder das SBB Repaint nehmen, aber ja, zumindest die Wagen sind alle in dem Repaint. Das sind doch alles Expertwagen, also das schon. Und wie gesagt, den Steuerwagen habe ich leider nicht gefunden, deswegen ist das leider so. Aber ich denke, das kann man noch verkraften. Wir steigen jetzt ein in unsere Lok, müssen noch ein paar Dinge erledigen, AFB und so weiter, Route legen, solche Dinge alle. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Müssen wir irgendwie hier die Sicht ein bisschen anders machen. So, Tür zu. Dann setzen wir uns hin. Die AFB müssen wir noch einstellen. Habe ich denn jetzt überhaupt die Zugdaten schon wahrscheinlich noch gar nicht eingestellt? Ne? Genau, deswegen wollte ich schon sagen. So, 18, 26 und 20. So, dann schaltet sich auch die AFB ein. So, dann müssen wir hier noch ein paar Dinge erledigen. Und zwar die Windschutzscheibenheizung einstellen. Wir müssen dann die Lüftergeschwindigkeit, machen wir ein wenig höher, auf 20. Die Temperatur auf 22. Dann dürfte das genügen. So. Genau. Dann schalten wir die, oder machen wir die auf 40 fürs Erste. Genau, dann auf jeden Fall Route legen, Zugsammelschiene aus, das ist auch ganz wichtig. Beziehungsweise ein, so auf Start, dann gehen wir hier hin, Route setzen, das Ganze bis nach Augsburg. Nehmen wir mal Gleis 5, würde ich sagen. So, genau. Dann machen wir noch ein wenig winterliche Stimmung. Genau. Bewölkung ein wenig. Machen wir mal volle Lotte. Genau. Sichtbarer Schnee natürlich. So, ein wenig, nicht zu viel, weil es fängt ja gerade erst an zu schneien. So, das können wir ja nachher noch ein bisschen erhöhen. So, Temperatur 0 Grad. So, dann würde ich sagen, Scheibenwischer ein. Und dann können wir die Türen schließen. Die Bremsen lösen und dann haben wir, glaube ich, gleich Ausfahrt. Haben wir denn jetzt Ausfahrt? Noch haben wir Rot.
Deswegen müssen wir mal kurz schauen, weshalb. Ach, wegen ihm. Alles klar, das wird sich dann wahrscheinlich gleich ändern. Ist denn da sonst noch irgendjemand im Weg? Scheint nicht so. Dann dürften wir eigentlich fahren dürfen, sollen, können. Ja, wir haben durchgängig grün, das heißt Abfahrt. So, das alte Prozedere. Das kennen wir ja schon. So, es scheint es aber geschafft zu haben, oder? Können Sie befreien? Sichtbar drücken. Und dann haben wir Ausfahrt. Wunderschön. Wunderschön. So, ich glaube, der sichtbare Schnee könnte ein wenig mehr werden. Nach wie vor 40. Ach, wir haben unseren Zug nochmal noch gar nicht eingegeben. Um Himmels Willen. Das müssen wir auch noch eben ändern. Das habe ich vergessen tatsächlich. Zugnummer 114. Habe ich doch gerade eingegeben. Zurück. So, nochmal. Zug Nummer 114. So. Anmelden. So, dann das gleiche hier. Zack. So, wir dürfen 130. Meine sehr verehrten Fahrgäste, ich begrüße Sie im Eurocity 114 auf der Fahrt von Salzburg über Rosenheim, München Hauptbahnhof, Würzburg Hauptbahnhof, Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Köln, Koblenz Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof, Bochum Hauptbahnhof, Duisburg Hauptbahnhof, ja, Bochum Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof, Duisburg Hauptbahnhof. Ne, Quatsch. Bochum Hauptbahnhof, Duisburg Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof. Nach Dresden Hauptbahnhof. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Augsburg Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Wunderschön. So, mal schauen, vielleicht fangen wir ja sogar über Parsing, aber ich glaube es nicht. Weil wir unten rumfahren. Aber ich würde sagen, wir warten es einfach ab. Da wir jetzt gleich auch beschleunigen dürfen, fahren wir nicht über Parsing, sondern wir umfahren Parsing. Das ist auch ganz schön. So, hier unten im Süden, im bayerischen Raum, das ist natürlich klar, dass es da sehr viel schneit oder meistens schneit. Deswegen wollen wir es hier mal. Scheibe schon ein bisschen stärker machen. So, du warst schon 160. Werden wir wahrscheinlich gleich auch auf die Schnellfahrstrecke kommen, gehe ich mal von aus. Wunderschön, wunderschön. So, 200 gleich. Und dann wird dann gleich auch die LZB aktiviert. Sehr verehrten Fahrgäste, beachten Sie bitte, dass aufgrund des starken Schneefalls es zu eventuellen Verspätungen im Anschlussbereich bzw. dass es zu Verspätungen kommt, zu eventuellen Verspätungen kommen kann mit eventuellen Anschlusszügen. Bitte beachten Sie deshalb die Lautsprecheransagen an den jeweiligen Bahnhöfen. Ich wiederhole, aufgrund des
starken Schneefalls kann es zu eventuellen Verspätungen der Nachfolge bzw. der Anschlusszüge kommen. Beachten Sie bitte deshalb die Lautsprecherdurchsagen an den folgenden Bahnhöfen. Vielen Dank. So, fahren wir mal die 200. So, 2,30 ist für uns natürlich unerheblich, weil wir nur 200 fahren dürfen mit dem IC bzw. Eurocity. So, noch 34 Kilometer. So, der Schneefall ist nach wie vor sehr stark. Heute wird sich im Laufe unserer Fahrt auf jeden Fall noch zurücknehmen bzw. aufhören. Also man, ihr seht, es kann auch nicht so weit sehen. Das ist wirklich krass im Moment. Also wie gesagt, ihr könnt das hier oben alles einstellen. Das ist wunderschön. Also das ist wirklich ein sehr schönes Feature, ein sehr schönes, sehr schöner Mod. Schöner. Und dann haben wir noch 28 Kilometer.
So, dann machen wir den Schnee mal ganz weg. Den Wind aus. Genau. Hier machen wir es ein bisschen wärmer. So, nein. So. Scheinwischer können aus. So. Meine sehr verehrten Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass wir zurzeit einer Verspätung von circa 10 Minuten hinterherfahren. Für eventuelle Anschlusszüge beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen an den Folgebahnhöfen und fragen Sie das Zugpersonal. Ich wiederhole, bitte beachten Sie, dass wir im Moment einer Verspätung von circa 10 Minuten hinterherfahren. Für den Anschluss an weitere Züge an den folgenden Bahnhöfen informieren Sie sich bitte durch die Lautsprecherdurchsagen und befragen Sie das Zugpersonal. Vielen Dank. Sehr schön. Schön, wie sich das alles hier so eingeschneit hat. Die Häuserdächer voller Schnee, die Zugdächer voller Schnee. Also wirklich, wirklich wunderschön. Das muss man wirklich sagen. So, wir nähern uns Augsburg noch 12 Kilometer. So, die LCB meldet sich bereits zu Wort. Wahrscheinlich gleich 160. Dem ist so, eine 150. Würde mich nicht wundern, wenn wir dann auch gleich aus der LCB fallen.
So, da kommen schon die angesprochenen 150. So langsam sollte die LZB aber mal reagieren, oder? Meine ich das nur? Ah ja. Meine sehr verehrten Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt, Augsburg Hauptbahnhof an Bahnsteig 5. Wir wünschen allen Aus- und umsteigenden Fahrgästen noch einen wunderschönen Tag und eine gute Weiterreise. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie keine persönlichen Sachen im Zug liegen lassen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und würden Sie uns freuen, Sie bald wieder in einem Fernzug der Deutschen Bahn begrüßen zu dürfen, beziehungsweise der SBB. Ich wiederhole. In Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt, Augsburg Hauptbahnhof an Bahnsteig 5. Wir wünschen allen Aus- und umsteigenden Fahrgästen noch einen schönen Tag bzw. eine gute Weiterreise. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nichts, keine persönlichen Sachen im Zug vergessen. Wir verabschieden uns von Ihnen und hoffen, Sie bald wieder in einem Zug der SBB begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Nein! So, ganz ruhig. So, da wären wir schon. Wahnsinn. So, sehr schön.
Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So, das hätten wir soweit. Sind mit unserem Eurocity hier in Augsburg angekommen. Nächster Halt wäre dann Würzburg, beziehungsweise Nürnberg, Würzburg und so weiter. Ich hoffe, es hat euch bis hierher erstmal soweit gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wenn ihr wollt, dass dieser Zug weiterfährt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann fährt dieser Eurocity noch weiter nach oben durch die Republik. Und ja, ihr könnt es bestimmen in den Kommentaren. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch erstmal soweit gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer der Denny Spieters. Also ab und zu öffnet ihr doch dann mal die Türen. Genau. Und ja, bleibt gesund, bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal. Euer der Denny Spieters. Haut rein, ciao, servus. Und tschüss.